Gretje Gröndijk, eine gute Freundin von Ihnen, wird heute oder in diesen Tagen 100 Jahre alt und ich denke, Sie möchten ihr gratulieren. Möchte ich von Herzen gratulieren zum Geburtstag. Gefelicitiert. Im Lehmbruck-Museum gibt es einen ganz runden Geburtstag. Die Kniehände von Wilhelm Lehmbruck wird 100 und wir haben einen prominenten Gratulanten. Herr Oettinger, haben Sie Glückwünsche? Im letzten Jahrhundert war Wilhelm Lehmbruck ein ganz großer. Er ist einer der großen deutschen Künstler im Bereich der bildenden Kunst. Und diese Grafik, diese Plastik ist hervorragend. Ich habe davon einiges gelesen und ich wünsche deswegen der Stadt Duisburg mit diesem Sohn ihrer Stadt und mit dieser wunderbaren Skulptur, dass sie Aufmerksamkeit erfährt, dass sich Menschen dafür interessieren und dass damit Duisburg neben Stahl und neben Industrie auch in der bildenden Kunst einen Namen behält, den Duisburg verdient. Herbert Gorba, Vorsitzender des Kunstvereins Duisburg vom Weidenweg. Die Kniehände ist 100 geworden und ich bin mir sicher, du möchtest gratulieren. Ja, ich gratuliere ganz herzlich. Ich war vor kurzem noch in Paris und da war ich auf den Spuren von Lehmbruck unterwegs und unter anderem, wir haben uns da die Ausstellung von der, jetzt habe ich den Namen vergessen, Gertrud Stein angeschaut. Ja, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Frank Schwarz, die Kniehände im Lehmbruck-Museum ist 100 Jahre alt geworden. Wilhelm Lehmbruck hat sie vor 100 Jahren in Paris produziert oder gemacht. Ich denke, du möchtest gratulieren. Ich gratuliere ganz herzlich. Ich habe heute Mittag noch vor ihr gestanden, weil wir im Haus in diesem wirklich wunderschönen, architektonisch tollen Gebäude ein tolles Catering gemacht haben. Und es macht immer wieder Spaß, ins Lehmbruck-Museum zu kommen, zu sehen, wie die Entwicklung dort ist. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele ins Museum strömen und vor allem auch spenden, weil das ist so wichtig, dass dieses Haus weiterhin unterstützt wird. Und alle Beteiligten brauchen dort viel Geld und helft dabei, macht die Beutel auf und unser Pfarrer pflegt immer zu sagen, eine geräuschlose Kollekte. Du bist Freya, die Frauenbeauftragte der Stadt Duisburg. In Duisburg gibt es einen ganz runden Geburtstag und zwar von einer sehr berühmten Frau, von der Knienden. Ich nehme an, du möchtest gratulieren. Ja, ich möchte ihr sehr herzlich gratulieren. Ich halte das für eins der größten Kunstwerke, was wir hier in Duisburg haben. Aber ich bin froh, dass wir 100 Jahre später sind. Nämlich heute müssen die Frauen nicht mehr knien, sondern wir starten voll Power durch und gehen erhobenen Hauptes durch Duisburg. Wir sind nicht die Knienden, sondern wir sind die Powerfrauen von Duisburg. Aber die Kniende war eine, die viel angestoßen hat, sowohl in der Kunstgeschichte wie auch für das Erscheinungsbild unserer Stadt. Also herzlichen Glückwunsch. Reinhold Kube von der Fasel-Stiftung. In Duisburg gibt es einen runden Geburtstag. Die Knien ist 100 geworden und ich bin mir sicher, Sie möchten gratulieren. Da bin ich mir auch sicher, denn das ist die Kniende ist eine ganz bekannte Persönlichkeit in der ganzen Welt. Ich erlebe immer wieder, dass man rumkommt und dass man sagt, man kommt aus Duisburg und dann heißt es ja aus der Stadt der Knienden. Und deshalb gratuliere ich unserer Knienden. Das ist eine Sache, auf die wir wirklich stolz sein können. Und ich freue mich, dass wir in Duisburg eine Gemeinsamkeit haben, über die wir uns alle Duisburger freuen können. Und dazu gratuliere ich ganz herzlich und mit ganz ehrlicher Überzeugung. Benjamin Schwarz, die Kniehände im Lehmbruck-Museum feiert ihren 100. Geburtstag und ich bin mir sicher, Sie möchten gratulieren. Ja, herzlichen Glückwunsch und alles Gutes. Doris König, in Duisburg gibt es einen ganz runden Geburtstag. Ich meine nicht den der Königbrauerei, der war ja auch da, aber die Kniehände ist auch 100 geworden und ich gehe davon aus, Sie möchten gratulieren. Ja, liebe Kniehände, herzlichen Glückwunsch zu deinem 100. Geburtstag. In deinem Schatten habe ich schon im Kantbach gelegen und Chianti-Wein getrunken. Ich werde dich nie vergessen. Dr. Hermann Janning von den Stadtwerken Duisburg. In Duisburg gibt es einen runden Geburtstag. Die Kniehände wird 100. Und ich nehme an, Sie möchten gratulieren. Ja, wir gratulieren dem Museum, der Leitung des Museums, eine so fantastische Ausstellung hier nach Duisburg zu holen, ist ein toller Erfolg. Hans-Jürgen Kerkhoff, Vorsitzender der Köhler-Ospa-Stiftung. In Duisburg gibt es einen runden Geburtstag, die Kniehände wird 100. Und ich nehme an, Sie möchten gratulieren. Der Kniehenden, einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
und dass viele noch vor ihr stehen werden und sie bewundern. Das wünschen wir der Stadt, das wünschen wir der Knienden und dem Limburg-Museum.